Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und es gibt mal wieder einen Hoteltipp. Also kein Tipp über ein Hotel, sondern ein Tipp aus dem Hotel. Ich bin gerade unterwegs in Niederösterreich, genau, und habe mal wieder ein bisschen Zeit und habe mir gedacht, okay, ich nehme mal ganz kurz einen kleinen Tipp auf. Und zwar geht es wieder um das Thema Facebook, aber diesmal geht es um das Thema Bilder. Das letzte Mal habe ich ja den Tipp gegeben, dass ihr eure Beiträge planen könnt und auch durchaus öfter täglich posten könnt. Und im heutigen Film, da möchte ich euch daran erinnern, dass wenn ihr Bilder habt, ein fertiges Bild habt, dass ihr das mehrfach posten könnt. Ja, was meine ich damit? Angenommen, ihr habt ein Shooting gehabt, ihr habt ein finales Bild und das gefällt euch sehr gut und ihr wollt es jetzt einfach eurer Fangemeinde zeigen, dann ladet ihr es zum Beispiel auf Facebook hoch. Ja? Und dieses Bild wird dann ja nicht von all euren Fans gesehen, sondern nur von denen, die halt gerade online waren. Und viele verpassen ja dieses Bild. Und deswegen mein Tipp, wenn du ein Bild hast, lade es durchaus ein paar Wochen später nochmal hoch. Du kannst es auch ein paar Tage später hochladen. Ich empfehle so 2-3 Wochen später das Bild nochmal hochzuladen und dann gerne nochmal einen Monat später. Damit du das Ganze nicht vergisst, kannst du dir auch eine Erinnerung setzen. Aber ich finde es wichtig. Denn mir ist es auch schon passiert als Konsument. Ich habe also von Freunden einfach mal ein Bild übersehen. Die sprechen mich drauf an. Ja, hast du neulich mein Bild gesehen? Und ich habe es nicht gesehen, weil ich einfach die Phase, wo die das hochgeladen haben, war ich einfach nicht online oder war unterwegs. Und deswegen habe ich das Bild verpasst. Und Bilder, finde ich, Bilder sind eure Werbung. Ja? Gerade wenn ihr es kommerziell betreibt, dann ist euer Bild, das ihr erstellt, das ist eure Werbung für eure Leistung. Und ich finde es absolut doof, wenn man die nicht sieht. Wenn ihr jetzt mal schaut, im Fernsehen, im Radio, eine Werbung kommt immer mehrmals. Ja, mehrmals am Tag sogar, manchmal auch mehrmals die Woche. Und so empfehle ich das bei den Bildern auch. Wenn ihr jetzt ein Bild postet, das schon etwas älter ist, dann müsst ihr immer bedenken, vielleicht habt ihr das letzte Mal vor 2 Monaten gepostet, wie viele neue Leute kamen in den 2 Monaten denn dazu? Da habt ihr vielleicht jetzt 100 Fans mehr oder vielleicht sogar Tausende von Fans mehr. Und die kennen dieses Bild alle noch nicht. Deswegen postet Bilder durchaus öfter. Und wenn jemand das Bild doppelt sieht, macht es überhaupt nichts, denn ich finde, Bilder sind es wert, dass man sie öfter anschaut. Ja, und wenn es nicht interessiert, ihr kennt die Bewegung, einmal scrollen, dann ist er drüber, muss es nicht anklicken. Aber es ist einfach schade, wenn Bilder verloren gehen und gerade bei Facebook in der Timeline, da gehen eben ganz oft die Bilder verloren, weil, naja, wisst ihr, Bilderflut und es wird oft gepostet und so weiter. Deswegen fühlt euch daran erinnert und fühlt euch auf keinen Fall mies, wenn ihr ein schönes Bild habt, es heute zu posten und dann setzt euch eine Erinnerung, 2 Wochen Alarmfunktion, es lohnt sich. Denn wie gesagt, viele Leute freuen sich dann darüber, dann dieses Bild zu sehen. Ein Tipp noch am Ende, weil ich es bestimmt wieder gefragt werde, wie lädt man Bilder auf Facebook hoch? Ich kann nicht sagen, wie man die hochladen muss, ich kann nur sagen, wie ich sie hochlade. Meine Querformatbilder haben 920 Pixel Breite und PNG-Format und dann ist die Qualität auch richtig geil. Und meine Hochformatbilder haben die längste Seite, sind 620 Pixel. Nee, nicht die längste Seite, also 620 mal den Rest, keine Ahnung. Doch, die längste Seite ist 620, stimmt. Genau, aber meistens halt Querformat, 920 Pixel breit und PNG-Format, das ist ganz wichtig. Ich habe den Tipp selbst mal bekommen und es funktioniert. Jedenfalls bei mir. Okay, das war's. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe die Kamera auch heute extra mal abgestellt, ja, dass ich nicht so rumwackle. Und ja, der Ton, der muss gehen, weil ich habe hier kein professionelles Mikro dabei. Ich hoffe, ihr fühlt euch daran erinnert. Wenn ihr Bilder habt, zeigt sie ruhig öfter. Ja? Ich freue mich auch drüber, dann eure Bilder zu sehen. Ich will nämlich keins verpassen. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.